Ich hoffe, ihr konntet irgendwie genug Schlaf finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber durch die fehlende Mainstage erleben wir dieses Jahr viel stärker die farbenfrohe und fantastische Vielfalt des Chaos und der Chaosbegeisterten. Vielen Dank an alle, die das vor und vor allem auch hinter der Bühne möglich machen. Ansonsten noch ein Aufruf bei unseren Lightning Talk Sessions. Sind noch satzfrei. Dort kann jeder 5 Minuten über seine Leidenschaft berichten, diese vorstellen. Also meldet euch, tragt euch ein. Vielen Dank. Und unser nächster Vortragender wird uns ein Update über DNS geben und auf die Wichtigkeit von freiem DNS plädieren. Jörg Backschuss. Anfang der 90er wurde er an der Uni der Verwaltung mit einer Domain und den zugehörigen IP-Adressen beauftragt. Seitdem hat ihm das Thema DNS nicht mehr losgelassen. Er verfolgt es seit Jahren und ist bei der IETF brennend auf deren Umsetzung interessiert. Im Anschluss an den 30-minütigen Vortrag wird es eine Q&A-Session geben. Fragen also wie immer bitte über Twitter, Mastodon oder IRC mit den üblichen Hashtags, Hashtag R3S oder Hashtag RC3R3S. Thank you. Und jetzt an dich, Jörg. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Jörg Backschuss und ich bin in der IT eigentlich in 2 Themenbereichen unterwegs. Das eine sind Themen rund um Storage, Datenablage. Das ist sowas wie Block Storage, wie NAS oder auch Object Storage. Und das andere Thema, für das ich brenne, das sind halt Netzwerkthemen, und zwar Netzwerkservices. Und das sind besonders 2 Dienste, die mich besonders faszinieren. Und das schon seit längerer Zeit. Das ist einmal das Thema E-Mail und einmal das Thema DNS. Und ich habe deswegen auch heute Morgen das Thema Namensauflösung als Thema meiner Präsentation gemacht. Und der DNS. Die Namensauflösung rückt immer mehr in den Vordergrund und viele Firmen entdecken darum ein neues Geschäftsmodell, Internet und DNS-Services zu provisionieren. Wir starten zunächst einer kleinen Einführung im DNS. Welche Elemente gibt es? Wir gucken so ein bisschen die Entwicklung an und gucken mal, wer in diesen ganzen Entwicklungsschritten mit beiwohnt und wer dort seine Geschäfte abbildet. Ja, ein Domain Name System, was ist das überhaupt? Das ist eine hierarchische und dezentrale Datenbank. Die Datenbank ist verteilt, die ist also nicht auf einem Server, sondern auf verschiedenen Servern verteilt. Und in dieser Datenbank sind dann sogenannte Resource Records abgelegt. Die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und das Wichtigste ist, dieses Domain Name System ist auf Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit ausgelegt. Das konnten wir erst vor kurzem beobachten, wo die DNS-Server von Facebook nicht erreichbar waren. Das bedeutete auch gleichzeitig, dass die Dienste im DNS nicht verfügbar waren und damit auch die Services dieser Company nicht zur Verfügung standen. Aber welche Daten sind überhaupt in dieser verteilten Datenbank vorhanden? Und da habe ich mal kurz eine Zusammenstellung aufgebaut, die wichtigsten Informationen, die dort halt abgelegt werden. Man unterscheidet zwischen 2 Verfahren. Es gibt einmal den sogenannten Forward Lookup und einmal den Reverse Lookup. Forward Lookup ist die Auflösung von Namen nach IP-Adressen. Ich habe das mal hier beispielhaft an 3 Resource Records durchgeführt. Das kann natürlich im IPv4 als auch im IPv6-Bereich stattfinden. Die Resource Records haben unterschiedliche Namen. Das A steht halt für IPv4-Adressen, dass die abgewählt werden. Das Quad A halt für IPv6-Adressen. Wenn man Namen auf IP-Adressen abbilden kann, dann kann man es auch andersrum machen. Und genau das findet im sogenannten Reverse Lookup statt. Dort werden halt IP-Adressen über einen Pointer-Record wieder auf Host-Namen abgebildet, wie man hier auch sieht. Es gibt aber noch weitere Resource Records, die im DNS sehr wichtig sind, damit Services im Internet funktionieren. Einer der ganz wichtigsten ist der sogenannte MX-Record. MX-Record steht für Mail Exchanger, damit man weiß, wenn man eine bestimmte Domain hat, an wen die E-Mails halt ausgeliefert werden müssen. Welcher Server fühlt sich verantwortlich für die Auslieferung von E-Mails? Also eine ganz wichtige Sache. Wenn kein DNS vorhanden ist, dann wird es schwierig, E-Mails überhaupt auszuliefern, vielleicht sogar auch unmöglich werden. Und dann gibt es einen weiteren Resource-Record, einen sogenannten Text-Record, der wird für allerlei Informationen heutzutage gebraucht.
als erstens, verschiedene Identitätsüberprüfungen werden halt verwendet. Wenn man sich irgendwo registriert, einen Dienst nutzen will, dann muss man im DNS einen Textrekord setzen und danach wird halt validiert, ob man Eigentümer der Domain ist oder nicht. Aber ich habe hier auch ein paar andere Records aufgeführt, die regelmäßig in diesem Text Sachen verwendet werden. Das sind halt Sachen aus dem E-Mail-Bereich, DKIM-Signatur, SPF und so weiter. Und wie man schon sieht, die Daten sind ungemein wichtig, damit überhaupt ein Service im Internet funktioniert. Wenn man also eine Webseite aufruft, www.meinefirma.de, dann wird sofort im Hintergrund eine Namensauflösung im DNS gestartet, damit man nachher die Seite aufrufen kann. Im DNS-Dienst gibt es einen Server und eine Client-Seite. Beziehungsweise es gibt zwei Server-Varianten und eine Client-Seite. Es gibt die sogenannten Authoritative DNS-Server. Die Authoritatives sind dafür verantwortlich, Informationen für eine bestimmte Zone zu liefern. Eine Zone kann zum Beispiel sein, eine Top-Level-Domain, zum Beispiel die Top-Level-Domain.net oder für den kompletten Domainnamen backschuss.net zum Beispiel hier in dem Beispiel. Und diese Authoritative DNS-Server sind die eigentlichen Verwalter der Daten, die halten die Daten. Und die Zonen sind normalerweise über verschiedene DNS-Server verteilt, sodass man auch eine gewisse Redundanz halt hat. Als zweite Serverkomponente gibt es sogenannte Recursive DNS-Server oder Resolving DNS-Server, auch Non-Authoritative genannt oder auch zum Teil Caching DNS-Server genannt. Was machen die, wenn man an diese DNS-Server eine Anfrage stellt, dann lösen sie über die verschiedenen DNS-Server die einzelnen Zonen aus und liefern praktisch das Gesamtkonstrukt basierend auf Top-Level-Domain, Domains, Subdomains und Hostname auf, sodass man dann den kompletten Adresse halt sehen kann. Und der Ganze, der das auslöst, der das anfragt, der den Recursive DNS-Server anfragt, das ist auf dem Client. Und dieser Client kann ein beliebiges Endgerät sein, es kann ein Handy sein, es kann ein PC sein, unterschiedliche Betriebssysteme. Und da ist so ein kleiner Stub, nennt sich das. Und dieser kleine Stub, das ist ein fester Eintrag, der weist halt auf einen Recursive DNS-Server. Und wenn ein Name aufgelöst werden muss, dann geht er an diesen Recursive DNS-Server und versucht, die ganze Sache aufzulösen. Wir konzentrieren uns hier im Vortrag eigentlich auf den Recursive DNS-Server und den Client-Subresolver und das Verhältnis von diesen beiden Elementen. Wir haben gerade schon davon gesprochen, es gibt die Clients, also ein Mobildevice, PC, Server, wie auch immer. Und die sind hier oben in der Grafik als Client-Stub dargestellt. Und wie bekommen die jetzt ihre Informationen, welcher DNS-Server Informationen auflösen kann? Die häufigste Methode, die auch heute noch zum größten Teil zum Einsatz kommt, ist der Client kommt ins Netz, bekommt eine IP-Adresse, bekommt eine Netzwerkmaske und ein Gateway zugeteilt. Und dann wird normalerweise per DHCP auch noch der DNS provided. Und daraus gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann ein lokaler DNS-Resolver benutzt werden. Also viele Firmen haben einen eigenen kleinen DNS-Server und lösen dann die ganzen Domains auf. Es gibt aber auch die der Internet-Provider, also hier bei uns Telekom, Vodafone oder die Telefonica. Oder es gibt auch, und das sind eigentlich so ein bisschen die neuen Spieler dabei, das sind die Cloud-DNS-Resolver, steht ganz vorne eine Google, eine Cloudflare oder auch eine Quad9, die sich dort etabliert haben. Meiner Erfahrung nach sind mehr als 90% der Clients holen sich ihre DNS-Server über das DHCP-Protokoll und nehmen das einfach entgegen, ohne diese Auswahl zu bewerten oder ohne das umzuändern halt. Es gibt aber noch weitere Schritte, wie man einen DNS-Server halt konfigurieren kann in den Client-Systemen. Das funktioniert mittlerweile auch über IPv6 natürlich, aber man kann natürlich auch in einem Client statisch die Informationen eines DNSs hinterlegen. Das sind alles Level, die auf Betriebssystem-Level stattfinden. Ja, das Betriebssystem bekommt die Information, welcher DNS-Resolver genutzt werden kann und die Applikationen greifen dann auf diesen DNS-Server, der im Betriebssystem hinterlegt ist, zurück.
Es entwickelt sich aber letzter Zeit ein Trend, dass man weggeht vom Betriebssystem-Level, sondern auf Applikations-Level geht. Und auf Applikations-Level stehen jetzt, sage ich mal, die neuen Browser-Versionen im Vordergrund. Dort kann man separat einen DNS-Server einfragen und dann lösen die Browser nicht mehr über die Vorgabe des Betriebssystems eine Domain auf, sondern mittlerweile dann über den Browser direkt. Also verschiebt sich das Ganze vom Betriebssystem-Level auf den Applikations-Level. Was passiert bei vielen Firmen auch noch? Viele Firmen haben einen lokalen, rekursiven DNS-Resolver, sieht man ganz links im Bild, und sie lösen die Informationen aber nicht bis ganz zum Schluss auf, sondern sie leiten das einfach an einen ISP wieder weiter. Sehr unsinnig. Wenn ich schon einen eigenen DNS-Resolver habe, warum löst er nicht die komplette Domain halt auf, also den Full Qualified Name? Warum übergebe ich das dann wieder an einen ISP? Das macht eigentlich keinen Sinn, wird aber bei vielen Firmen halt gemacht. Ja, hier sind die einzelnen Konfigurationsoptionen nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Bemerkenswert ist halt, über DHCP und über das Router-Advertisement den DNS-Informationen zu bekommen, ist eigentlich ganz einfach zu modifizieren. Weder DHCP noch das Router-Advertisement, worüber man auch den DNS-Informationen bekommen kann, ist besonders abgesichert. Das heißt, wenn in irgendeinem Netz jemand einen weiteren DHCP-Server deployt, dann kann er ihm einfach einen falschen DNS-Server auch unterjubeln. Und das hat vielleicht zur Folge, dass gewisse Sachen ausgefiltert werden, manipuliert werden oder ja, einfach nicht mehr aufgelöst werden können. Und es gibt noch ein weiteres Idee von Microsoft halt, wie kann man halt den DNS-Server an die Clients provisionieren. Die haben ein neues Protokoll implementiert, das ist jetzt auch mit den neuen Windows-Server-Versionen, Windows 11, eingebaut worden, ist aber noch nicht standardisiert in diesem Fall. Ja, und wenn wir unten nochmal gucken, da habe ich ein paar Logos eingebaut. Wer sind die Treiber, die auf Applikationsebene halt gerne DNS-Informationen aussuchen möchten. Das sind hier die Mozilla-Gruppe und einfach Google mit seinem Chrome. Ja, die Übersicht zeigt einfach nochmal, was kann man automatisiert machen und wo muss man halt händisch eingreifen. Also die Standard-DNS-Verfahren, die werden wir auch nachher noch mal ein bisschen kennenlernen. Die können mittlerweile komplett automatisiert provisioniert werden, also DNS oder DNSSEC. Für alle anderen gibt es diese automatische Konfiguration nur eingeschränkt beziehungsweise manuell. Also da ist man noch nicht so weit und da sucht noch in den Standardisierungsgremien nach Möglichkeiten, wie man diese DNS-Konfiguration auf dem Client halt setzen kann. Ja, gucken wir uns mal an, wie die Namensauflösung funktioniert, wenn man zu Hause ist, wenn man bei einem Internetprovider ist. Dann wird einem da ein Router hingestellt. Der Router bekommt eine DNS zugewiesen und der gibt den dann per DHCP an seine lokalen Clients einfach weiter. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele aufgeführt. Die meisten sind noch bei DNS-Servern, die nur IPv4 sprechen, aber es gibt mittlerweile auch mal mehr DNS-Server, die von den Internet-Service-Providern dargestellt werden, die mittlerweile IPv6 können. Aber was ist mit der Vertrauenswürdigkeit dieses DNS-Resolvers? Manipuliert er Daten? Werden Daten gesperrt? Und wie sieht das mit der Privatsphäre eigentlich aus? Und die Frage sollte man sich eigentlich stellen und nicht einfach ja, den DNS-Resolver nutzen, den der ISP so einem einfach zur Verfügung stellt. Ja, wir können auch noch mal gucken, wie sieht es in dem Browser Chrome aus? Ja, auch da hat man die Möglichkeit, man kann einen Custom DNS-Server dort eintragen und muss nicht den vorgegebenen geben, den Microsoft normalerweise hier provisioniert, also seine Quad 8, sondern man kann hier auch einen eigenen DNS-Server eintragen. Aber man muss es halt händisch machen. Und wer trägt schon gerne etwas händisch ein? Ja? Abgesehen davon kann der Kunde nicht überprüfen in Chrome, ob eine Domain, da kommen wir nachher nochmal, abgesichert ist durch DNSSEC. Ja, im Firefox haben wir ja ein ausgiebiges Add-on-Modell, wo man sich verschiedene Add-ons installieren kann und dort hat man eigentlich eine vollkommene Transparenz und man kann sehen, ja, welchen DNS nutzt man, wie nutzt man den DNS, ist der per DNSSEC abgesichert und natürlich kann man auch frei seinen DNS-Server halt hier einstellen.
Ja, ich habe gerade schon davon gesprochen, wie vertrauenswürdig ist ein DNS-Resolver. Aber ich möchte erstmal darauf eingehen, warum macht man das überhaupt, DNS-Manipulation? Was ist überhaupt die Idee dahinter? Die erste Idee ist eigentlich, was in der DNS-Szene als Split View dargestellt wird. Das heißt, man hat eine Webseite www.meinefirma.de und die hat eine offizielle IP-Adresse. Jetzt möchte aber man von seinem internen Firmennetz auch auf diesen Webseite zugreifen, aber möchte nicht von außen darauf zugreifen. Aus diesem Grund wird die IPv4-Adresse dann halt modifiziert mit einer internen IP-Adresse. Das ist einfach, damit man halt ja sein Intranet nicht verlassen muss, sondern nur intern in seinem eigenen Netz bleibt und nicht auf die offiziellen IP-Adressen zugreifen muss. Und natürlich in Firmen natürlich, wenn man interne Dienste anbietet, möchte man die nicht über IP-Adresse aufrufen, sondern über Hostnamen, dann hat man im Intranet einen eigenen DNS. Aber der häufigste Fall, warum DNS-Daten manipuliert werden, ist eigentlich die Blockierung von Online-Inhalten. Und die vier Punkte, die ich dort aufgeführt habe, die zeigen eigentlich so, wie ich die Blockierung von Inhalten erfahren habe, wie ich sie kennengelernt habe. Das erste war, ich hatte vor 10 Jahren eine Spielekonsole bei mir zu Hause und die hat halt immer Online-Firmware-Updates gemacht, jedes Mal, wenn sie gestartet ist. Das wollte ich nicht, weil die neuen Firmware-Versionen nicht so funktionierten. Man konnte das aber nicht unterdrücken und abschalten. Was habe ich gemacht in diesem Fall? Ich habe den DNS manipuliert und die Seite update-meine-spielekonsole.de halt einfach ins Leere laufen lassen. Das war gewollt eine erste Blockierung von Inhalten durch die Manipulation eines DNSs. Die nächste Stufe ist, dass verschiedene Streaming-Devices, die wir heute haben, einen fest eingetragenen DNS haben und normalerweise immer den DNS eingetragen haben, wer der Hersteller dieser Streaming-Devices halt ist. Auch das möchte ich nicht. Ich möchte sehen, auf welche Seiten greift mein Streaming-Device zu. Und das war auch mal sehr schwierig, weil man halt in diesem Streaming-Device halt keine Änderung des DNS vornehmen konnte, auch nicht per DHCP. Und aus diesem Grund habe ich damals halt DNS-Informationen, den Port 53 TCP/UDP halt einfach umgelenkt auf meinen eigenen DNS und schon war ich ihm wieder im Bilde. Im dritten Punkt, das Filtern von Werbung und nicht jugendfreien Inhalten, das ist immer mehr Commodity geworden. Es gibt ein sehr interessantes Projekt, was auf dem Raspberry Pi läuft, das sogenannte Pi-Hole. Und das ermöglicht halt, ja, Werbung auszublenden und auch gewisse Inhaltskategorien, also hier zum Beispiel jugendfreie Inhalte, nicht jugendfreie Inhalte auszublenden. Und das ist halt auch ein legitimes Mittel, was genutzt wird. Das wird nicht nur von einer Installation, die ich zu Hause habe, ein Pi-Hole abgebildet, sondern auch durch professionelle Dienste, die einen Filter für Werbung und jugendfreien Inhalten darstellen. Und nichtsdestotrotz gibt es zum Schluss natürlich noch die Blockierung von Inhalten aufgrund von Copyright-Verletzungen. Das kriegt man ja auch immer wieder mit in der Presse. Es ist irgendwo eine böse Seite, die hat einen Domainnamen und man möchte verhindern, dass dieser Domainname aufgelöst wird. Also wird sie normalerweise bei den ISPs in ihrem DNS-Resolver einfach unterdrückt und somit kann man die Seite normalerweise nicht mehr aufrufen. Ja, wenn man vom DNS-Resolver spricht, dann kann man Daten natürlich mitprotokollieren. Jeden Dienst, den ich im Internet nutze, versucht einen Namen aufzulösen, ob ich eine Webseite aufrufe oder meine E-Mail abrufen will. Immer ist hinter einem Service normalerweise ein Hostname abgelegt und dieser Hostname will ausgewertet werden oder gesehen werden. Und deswegen hat die Internet Engineering Task Force schon relativ früh gesagt, dass sie es nicht für gut hält, wenn Daten gemonitort werden. Ja, denn daraus kann man ein Profilbild abbilden, man kann Leute aushorchen und so weiter und so fort. Das Ziel ist eigentlich, dass man nur ein minimalistisches Monitoring durchführt. Minimalistisches Monitoring heißt nur zu technischen Zwecken und nicht für Werbung, Marketing oder Ähnliches halt. Ja, auf dieser Basis halt, wie kann man die Privatsphäre im DNS halt gewährleisten, sind verschiedene Verfahren ins Spiel gekommen. Und wenn man so guckt, das hat sich regelmäßig immer im Abstand von 1 bis 2 Jahren wirklich entwickelt, dass man gesagt hat, wir möchten mehr Privatsphäre im DNS und man hat verschiedene Formen eingeführt, wie man diese Privatsphäre halt auch erhalten kann.
Wir gucken uns gleich diese Verfahren an, wie sie funktionieren. Das erste ist die Namensauflösung. Wie funktioniert die Namensauflösung? Ich hatte schon erwähnt, sie funktioniert rekursiv und das ist hier in diesen Schritten von 1 bis 8 dargestellt. Es wird versucht, erstmal hinten die Top-Level-Domain aufzulösen. Das heißt, ich gehe an den DNS-Server, der die COM-Domain hier auflösen kann. Dann versuche ich, die Example aufzulösen und ganz zum Schluss versuche ich, den Hostnamen noch aufzulösen. Man sieht hier sehr schön, wie ich hier eine rekursive Auflösung durchführe. Und wie man sieht, wird die Anfrage aber hier immer als Full Qualified Domain Name weitergegeben. Also jeder, der Resolver, der hier mit im Boot ist, sieht den kompletten host.example.com. Und das ist ja eigentlich nicht schön. Und aus diesem Grund wurde im ersten Schritt ein Verfahren aufgebaut, dass es heißt, es wird nur die Information an den aufzulösenden DNS-Server gegeben, die wirklich nötig ist. Also der Top-Level-Domain sieht nur COM, dann kommt der Domain und dann kommt eben die Hostname. Das heißt, wir sind hier sparsamer mit unseren Daten unterwegs. Ja, die Betreiber eines DNS-Resolvers, wer ist das? Ja, das sind normalerweise unsere Internet-Service-Provider. Wir hatten oben in der Folie schon gesehen, dass unser Router halt normalerweise vom Internet-Service-Provider DNS-Resolver vorgegeben wird und zum größten Teil, weit mehr als 90% nutzen den halt auch. Und der Internet Service Provider kann natürlich diese Daten protokollieren. Er weiß, welche Seiten, welche Dienste der Nutzer aufgerufen hat. Und kann diese Informationen auch schön an Werbetreibende weitergeben, um einfach das Verhalten der Nutzer auszuwerten. Also sollte man sich bewusst sein, jeden Dienst, den man nutzt, nutzt ein DNS und damit ist das Verhalten ja protokollierbar und auswertbar. Es gibt einen weiteren Schritt, um die Privatsphäre im DNS halt noch ein bisschen schärfer zu führen, hat aber auch einen Vorteil, dass wir eine schnellere Antwortzeit haben. Wir holen uns die sogenannte Root-Zone, die transferieren wir uns auf unseren lokalen Resolver. Wir haben also eine lokale Kopie der Root-Zone vorhanden, sodass wir uns nachher beim Auflösen der eigentlichen Top-Level-Domain einen Schritt sparen und eine Antwortzeit, die nahe von 0 Millisekunden halt ist. Also aus unseren 8 Schritten einen Hostnamen aufzulösen, werden nur noch 6. Ja, wie werden Namen aufgelöst? Wir sehen hier die verschiedenen Phasen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Und man sollte bitte achten auf die Jahreszahlen. Wir sind 1983, 1987 mit dem Standard DNS, der wird DNS over 53 genannt. Das ist halt für Port UDP TCP 53 benannt. Da sind wir eigentlich mal mit gestartet. Und es hat über 15 Jahre gedauert, bis man den nächsten Evolutionsschritt im DNS gemacht hat, nämlich durch die Einführung von DNSSEC 1999. Und dann sieht man aber, dass regelmäßig 2016, 2018, 2020 das Thema DNS immer mehr an Fahrt aufgenommen hat und es wurden immer mehr Verfahren entwickelt, wie man halt Namen im Internet auflösen kann. Wir gucken uns diese einzelnen Verfahren mal im Detail an und versuchen für uns auch mal zu bewerten, welche Vor- und Nachteile haben diese Verfahren und wie kann man seine Privacy, wie kann man ja sicher sein, dass die DNS-Informationen, die man auch bekommt, wirklich valide sind. Der erste Schritt, das Standard-DNS, DNS über den Port 53 TCP UDP. Normalerweise wird ein UDP-Paket versendet und man fragt halt an seinen DNS-Server, fragt man halt ab, bitte löst mir bitte mal den Namen auf. Und wie wir sehen, das ist eine UDP-Information, da ist keine Verschlüsselung, nichts. Die Pakete werden auch nicht mit Checksum versehen. Jeder kann hier jederzeit die Information fälschen, verändern, blockieren oder auch im schlimmsten Fall redirecten auf einen schlechten DNS-Server, der dann falsche Informationen gibt. Und dann landet man zum Beispiel nicht auf der wirklichen Seite www.meinefirma.de, sondern von einem Attacker auf der Webseite. Also sind wir hier eigentlich, ja, das ist zwar ein Modell, womit man sehr schnell Namensauflösung machen kann, aber es ist komplett ungesichert. Und wenn wir das einfach mal sehen, der Standard-DNS ist einfach zu blockieren.
Der ist einfach umzuleiten, der kennt keine Verschlüsselung und jeder, der in der Kette drin ist, kann das mit protokollieren und kann es manipulieren. Dagegen allerdings hat man sehr, sehr schnelle Abfragen, weil es normalerweise im Regelfall ein UDP-Protokoll ist und dadurch sehr, sehr schnelle Abfragen möglich sind. Ja, dieser einfache DNS kann modifiziert werden. Und das wird ja auch. Es gibt hier bei uns in Deutschland eine Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Und die verfügt halt auf Antrag, dass Einträge von Webseiten im DNS halt modifiziert werden oder ausgeblendet werden, sodass man diese Webseiten nicht mehr aufrufen kann. Das ist also ein erster Schritt in die Richtung, wo man eine Art Manipulation durchführt. Mich wundert das, dass eine Privatorganisation solche Aktionen durchführen kann, die eine Art Zensur durchführt. Das ist das, was ich eigentlich nicht sehe. Ich fordere eigentlich, dass ein DNS frei ist, dass jeder den gleichwertig nutzen kann und dass es hier nicht einfach zu einer Manipulation kommt. Schade ist, dass diese Clearingstelle leider auch von allen großen ISPs und den verschiedenen Rechteinhabern unterstützt wird, sodass man schon ein ganz großes Potenzial hat, dort überhaupt gehört zu werden halt. Wir sehen aber auch, im Wikipedia ist mittlerweile ein Eintrag, wie viele Sperren durch DNS halt durchgeführt worden. Da kennt man die verschiedenen Streamingportale oder illegalen Streamingportale, die halt durch einstwillige Verfügungen im DNS halt ausgeblendet werden sollten. Und das geht halt beim DNS Overport 53 relativ einfach, weil hier DNS-Einträge nicht verifiziert werden. Ja, im nächsten Schritt hat man gesagt, ich möchte, dass DNS-Einträge nicht mehr, oder ich möchte wissen, ob ein DNS-Eintrag valide ist oder nicht valide ist. Deswegen hat man mit DNSSEC eine Schlüsselsituation eingeführt. Das heißt, jede Information wird signiert und man kann feststellen, ob ein Eintrag manipuliert wurde oder nicht manipuliert wurde. Ist ein Verfahren, was sehr stabil läuft, allerdings von vielen immer noch abgelehnt wird, weil die Verwaltung im DNSSEC von Zonen oder Keywechseln noch sehr aufwendig sein sollte. Ja, das war am Anfang wirklich einfach so, weil die Software halt noch nicht dementsprechend war, aber mittlerweile funktioniert das Signieren von DNSSEC-Zonen eigentlich automatisiert und sehr zuverlässig. Und wenn man DNS-Informationen halt signiert hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie nicht manipuliert werden können und man kann dann auch verschiedene weitere Sicherheitsdienste darauf aufbauen. Dane ist zum Beispiel eine dieser Implementierungen, die dann möglich sind. Das heißt, Zertifikate werden durch eine Checksumme nochmal im DNS abgelegt und man kann halt überprüfen, ob Zertifikate auch nochmal gültig sind. Ja, dann ist man nochmal einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, ich möchte nicht nur, dass die Einträge halt durch eine Signatur abgesichert werden sind, sondern ich möchte den Transportweg dahin verschlüsseln. Das ist natürlich gut, dann kann keiner mehr dort reingucken, es kann keiner das Ganze mehr monitoren, eigentlich eine gute Idee. Aber als erstes, was ist passiert? Man hat den Port 853 ausgewählt, also einen anderen TCP-IP-Port ausgewendet. Der wird einfach von den Providern gesperrt und schon muss man wieder auf den normalen DNS-Dienst zurückgreifen, den wir wissen, im Transportweg nicht verschlüsselt ist. Und außerdem hat man ein weiteres Thema in dem Bereich, dass die Verschlüsselung nur opportunistisch ist. Das heißt, es ist schön, wenn man Verschlüsselung hat, es muss aber nicht sein. Und wenn ein Attacker dazwischen ist, der kann natürlich ganz klar sagen, ich möchte keine Verschlüsselung haben und schon ist man wieder unverschlüsselt unterwegs. Ja? Viele haben auch gesagt, die Auflösung von DNS-Informationen über eine verschlüsselte Verbindung ist vielleicht langsamer, ich habe eine höhere Roundtrip-Time, ich habe vielleicht auch mehr CPUs, die ich brauche. Das sind so diese negativen Sachen, die dort im Raum standen. Und dann ist man auf die geniale Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, bei DNS over TLS haben wir das Problem, dass wir einen separaten Port benutzen können. Warum das? Machen wir doch einfach, wir nutzen einfach den Standardport, den wir für HTTPS benutzen. Und dann hat man halt DNS over HTTPS implementiert. Das heißt, der komplette DNS-Traffic wird HTTPS verschlüsselt übertragen. Er wird mit dem normalen HTTPS-Traffic
vermischt, sodass man DNS-Abfragen und HTTPS-Abfragen gar nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und den Port 443, den kann man auch nicht ohne weiteres mal eben abklemmen, weil sonst würde man keine Webseiten mehr aufrufen können. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangssituation dafür. Das Ganze wird natürlich auch noch mit TLS 1.3 verschlüsselt. TLS 1.3 hat auch den Vorteil, dass man nur sehr, sehr schwerlich Man-in-the-Middle-Attacken durchführen kann, weil TLS es nicht ermöglicht, normalerweise ja einen Tunnel, also einen verschlüsselten Tunnel wieder aufzubrechen halt. Und längere Zeit galt auch die Sache, hat man auch gesagt, DNS over HTTPS, dieser Traffic, der HTTPS-Traffic und DNS-Traffic könnte nicht identifiziert werden. Es gab allerdings im November diesen Jahres gab es eine Studie und dort hat man, indem man die Pakete analysiert hatte, die in diesem gemixten, vermischten Stream halt waren, hat man analysiert mit Machine Learning und daraus konnte man halt feststellen, dass in normalen HTTPS-Paketen auch DNS-Daten halt vorhanden sind. Ja, auch hier gilt natürlich die Sache, ich führe eine weitere Verschlüsselung ein, ich führe Zertifikate ein. Ist das nicht alles langsamer? Brauche ich nicht mehr CPUs? Und wie sieht das überhaupt aus? Aber eine ganz wichtige Sache ist halt vielleicht noch, wenn ich ein Split-View haben möchte. Wir haben das oben gelernt. Wir haben eine interne Sicht von Hostnamen und eine externe Sicht. Wie kann ich das damit abbilden oder kann ich das überhaupt abbilden? Ja, man hat das Protokoll nochmal verfeinert. Statt über das normale HTTPS-Protokoll zu gehen, greift man nochmal auf das QUIC-Protokoll zu. QUIC-Protokoll, gleiche Art und Weise, wie es funktioniert, wie HTTPS. Nur ist der ganze Handshake, der durchgeführt werden muss bei den Verbindungen, halt erheblich verkürzt. Ja, QUIC ist ein Protokoll, was von Google initiiert wurde, aber mittlerweile auch standardisiert ist. Und man sieht hier anhand der Grafik, die die Kollegen von Cloudflare hier zur Verfügung gestellt haben, dass der Handshake wirklich viel, viel schneller ist und dadurch man, ich sag mal, durch die ganze Verschlüsselung nicht so viele ja, Millisekunden an Antwortzeiten hinzubekommt. Nächste Stufe ist, indem man verschiedene DNS Proxys implementiert. Das nennt sich Oblicious DNS over HTTPS. Ein riesenlanger Name, aber was passiert denn da? Wir haben auf der linken Seite haben wir wieder unseren Client, also unser Endgerät. Das macht über den Port 443 eine DNS-Abfrage. Und diese DNS-Abfrage wird nicht sofort an den Resolver weitergeleitet, sondern sie kommen erstmal in einen Proxy. Und in diesem Proxy werden alle Anfragen von allen Endgeräten, die es so gibt, vermischt. Und aus diesem Proxy, da sind die an Benutzer praktisch anonymisiert, werden die eigentlichen Anfragen an die DNS-Server im Hintergrund gestellt. Das heißt, man hat eine Mehrschichtigkeit, sodass hinten man nicht feststellen kann, welcher Kunde hat welche Seite aufgerufen. Und die beiden Bilder mit der Company da oben drüber zeigen auch, dass dies zwei unterschiedliche Organisationen sind, die für diesen Proxy und einmal den Target-Resolver verantwortlich sind, sodass man auch, ja, sie sich nicht gegenseitig austauschen können und darauf eine Rückverfolgbarkeit des Benutzers und dessen Verhalten halt dargestellt werden kann. Ja, wie gesagt, mehrstufiges Protokoll, Proxy und ein Target dazwischen. Und der Erste, der diesen Gedanken aufgenommen hat, diese Idee aufgenommen hat und darauf einen Service gebaut hat, ist Apple. Man kann ein Feature dort buchen bei Apple mittlerweile, das nennt sich Private Relay. Und mit diesem Private Relay bekommt man halt ein Oblicious DNS over HTTPS. Also meine Aufrufe im DNS können nicht rückverfolgt werden und man kann auch nicht sehen, was ich gemacht habe. Man hat aber jetzt festgestellt, nachdem Apple dieses Feature freigeschaltet hat auf seinen Geräten, dass verschiedene Punkte halt noch offen sind. Es gibt kein Quality of Service mehr, weil ganz viele DNS-Abfragen ja von ganz vielen Usern vermischt werden. Das sogenannte Zero Rating, das, was bei der Telekom als Stream On oder Vodafone Pass gilt, dass man halt gewisse Dienste ohne Anrechnung auf sein Datenvolumen nutzen kann, funktioniert nicht mehr. Und es ist auch nicht mehr möglich, eine Filterung von Werbung und jugendfreien Inhalten zu machen, weil man nicht mehr auf den DNS-Resolver des ISPs oder einer anderen Institution zurückgreift. Also letzte Evolutionsstufe und die wird gleichzeitig als, bei Apple als Servicegedanke aufgenommen.
Ja, das, was ich gerade gesagt habe, ist hier nochmal in einer Tabelle aufgeführt. Wir sehen in dem oberen Bereich die klassischen DNS-Protokolle. Da sind viele Punkte mit rot dargestellt. Das heißt, sie sind nicht so komfortabel, was Privatsphäre angeht. Sie können auch ja verändert werden. Und die neueren Protokolle kommen halt immer mehr dazu hin. Bessere Verschlüsselung, bessere Anonymität und bessere Privatsphäre halt. Ja, schlagen wir nochmal das Thema Geschäftsmodell Namensauflösung. Wo findet das eigentliche Geschäft der Namensauflösung statt? Natürlich in der Protokollierung und Auswertung durch den ISP oder Werbetreibende, aber auch, wenn wir bei DNS over HTTPS reden, Konzentration auf wenige und auch diese wenigen großen Cloud-DNS-Provider können protokollieren und auswerten. Und natürlich versucht man, diese großen Cloud-DNS-Provider zu beeinflussen. Wir haben hier die Geschichte von der Quad9, wo hier in Deutschland Sony Music erfolgreich gegen Quad9 geklagt hat und Quad9 halt den DNS manipulieren musste. Und das Geschäftsmodell funktioniert auch weiterhin, einen kostenpflichtigen Dienst anzubieten, wie Apple das macht. Und Insiderkreise sprechen mittlerweile nicht mehr von dem Browserkrieg, welcher Browser ist der beste, sondern über den DNS-Krieg. Und deswegen möchte ich meinen Vortrag schließen. Wenn nicht einen DNS-Resolver man nutzt, man sollte sehr umsichtig sein und wissen, welche Technologien er unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jörg. C3 News einblenden, der heute Morgen um 11 rauskam. Und danach geht es dann mit der Q&A-Session weiter. Okay, Entschuldigung. Wir machen erst das Q&A und danach kommt der C3 News. My apologies. Okay, genau, wir haben ziemlich viele Fragen bekommen. Genau, ich gehe sie einfach der Reihe nach durch. Ein lokaler DNS bietet die Möglichkeit, ungewünschte Anfragen zu blockieren und Namen für lokale Dienste aufzulösen. Ist dies kein sinnvoller Einsatz für lokales DNS? Also einen lokalen DNS aufzusetzen ist immer sinnhaft. Das finde ich sinnvoll, das auf jeden Fall zu machen. Würde ich immer wieder bevorzugen, ich als derjenige, der einen privaten DNS-Server, auch Resolver aufsetzt, hat immer den Vorteil, ich habe das unter Kontrolle, ich weiß, was mitprotokolliert wird, ich weiß, ob die Einträge valide sind, deswegen befürworte ich das auf jeden Fall, einen privaten DNS selber aufzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dann also den Port 53, wie du sagtest, umzuleiten und dann auf seinen lokalen DNS und ja, so ein Pi-Hole, der auf dem Raspberry läuft, ist auch für Endanwender halt relativ einfach zu konfigurieren und hat viele Möglichkeiten. Der unterstützt auch die neuen DNS-Protokolle. Also kann ich nur ermutigen, sowas einfach zu nutzen. Dazu gab es auch eine Frage. Heißt das, dass ich meinen Pi-Hole in Zukunft als Hyperlocal Root betreiben soll? Ja, das ist möglich. Man kann den Pi-Hole so umkonfigurieren, dass er die Root-Zone regelmäßig sich holt und dann praktisch mal einen Hyperlocal betreibt bei sich zu Hause. Gibt es, weitere Frage, gibt es Informationen, was die Provider mit den Logs von DNS-Anfragen der Kunden machen? Können diese Informationen von denen weiter genutzt, weiter verkauft werden? Also mir liegen direkt keine offiziellen Statements der Provider zu. Allerdings weiß ich natürlich aus guten Quellen, dass das halt passiert und dass das ein Geschäftsmodell halt ist. Gibt es neben Mozilla und Chrome weitere Anzeichen, ob DNS-Abfragen auf Applikationsebene zur Umgehung von Werbeblockern, zum Beispiel Pi-Hole, bereits genutzt werden? Also man sieht immer mehr Applikationen, die auf einen eigenen Resolver halt zugreifen wollen. Aber es ist halt noch nicht so standardisiert, dass jetzt viele Applikationen darauf aufspringen. Also ich glaube, das ist noch in der Entwicklung, aber es wird massiv zunehmen, meines Erachtens nach. Und da hatte ich auch eine Frage zu. Wie kann ich das sehen, wenn ich jetzt beim Browsen bin und das, ob die Webseite dann letztlich ihren eigenen DNS da benutzt oder nicht? Ja, beim Chrome ist es schwierig, da ist es nicht transparent. Beim Firefox gibt es Add-ons und die Add-ons zeigen halt, wie die DNS-Auflösung funktioniert hat. Hat sie über DNS-Sec mit HTTP, DNS over HTTPS funktioniert, da kann man das halt sehen und sich anzeigen lassen. Aber bei allen anderen Browsern wird das ein wenig verschleiert, weil die Browserhersteller natürlich auch eine Art Geschäftsmodell dahinter sehen, ne?
Ja, danke. Gibt es deine Folien zur Präsentation zum Runterladen? Natürlich. Vielen Dank. Der Talk fragt nach DNS als neues Geschäftsmodell. Nur gab es hier, wie du auch angesprochen hattest, das Urteil des LGHH gegen Quad 9 und der eben DNS als Geschäftsmodell hat. Dieser soll damit verpflichtet werden, bestimmte Media-Server-Verteilungen von der DRM-geschützten Inhalten von Dritten nicht mehr aufzulösen, zu blockieren. Was denkst du über dieses Urteil? Ich finde, es dürfen Daten nicht manipuliert werden oder zensiert werden. Deswegen finde ich, ist das der falsche Weg. Und es gibt ja auch eine Spendenaktion für Quad 9, damit halt rechtlich dagegen vorgegangen kann und damit diese Sperren wieder aufgehoben werden kann. Einfach mal im Internet gucken und einfach mal Quad 9 unterstützen. Quad 9 ist einer der DNS-Provider, die ein offenes Modell fahren, die transparent sind, die auch extra deswegen von den USA in die Schweiz gegangen sind, damit sie das halt auch fahren dürfen. Und ich finde es wichtig, dass wir das unterstützen. Ja. Gibt es Empfehlungen für DNS-Filter im Organisationsumfeld bei Firmen, womit man zum Beispiel bekannte Malware Domains auf DNS-Ebene blockieren kann? Ja, gibt es verschiedene Seiten im Internet, wo man sich Listen runterladen kann und in seinen DNS integrieren kann. Es ist natürlich immer schwierig, solche Listen zu bewerten, wie gut oder schlecht sind die, aber die gibt es ja. Welche ist die beste Methode, die lokale DNS-Entries von meinem ISP zu bekommen, damit ich rausfinden kann, welche Domains zensiert sind? Schwierig festzustellen, was zensiert ist oder nicht zensiert ist. Wenn eine Domain mit DNSSEC signiert ist, dann kann man das feststellen, dass sie modifiziert wurde, aber sonst wird es sehr, sehr schwierig zum Teil, das rauszufinden. Was ist die Motivation der ISPs, den Port zu blocken und wie verbreitet ist das in Deutschland? Das ist genauso, als wie man vor nicht allzu langer Zeit den Port 25 für ausgehende E-Mails blockiert hat. Und genauso ist das auch im DNS-Bereich. Ja. Das findet statt. Und letzte Frage, welcher öffentliche DNS-Server ist das geringste Übel? Cloudflare? Nein, ich würde sagen, es gibt von Freifunk München eine DNS-Resolver-Infrastruktur, die man nutzen könnte und die man einfach mal ausprobieren sollte. Ja, da ist man... Das kommt aus dem Bereich der Freifunker. Das ist alles offiziell dokumentiert. Man kann sehen, was sie machen. Es wird nichts protokolliert. Das wäre halt eine wirkliche Alternative. Vielen, vielen Dank dir, Jörg Backschuss.